Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu einem erneuten Durchgang unserer Vorlesungsreihe Pharmakologie. Und den Vorlesungsteil, den wir heute gemeinsam beschreiten, ist das zweite Video aus dem Themenkomplex Psychopharmaka, also Pharmakologie des zentralen Nervensystems, in dem wir uns über ZNS-wirksame Substanzen unterhalten wollten. Dieser Vorlesung vorausgestellt hatte ich einen Einführungsteil, der sich beschäftigt hat nochmal mit den für uns wichtigen zentralen nervösen Neurotransmittern und mit der exemplarischen Darstellung deren Wirkungen an der synaptischen Endigung mit Rezeptoren, Transportern, Autorezeptoren und den vesikulären Systemen, sodass es sich lohnt, das vielleicht vorher anzuschauen. Wir werden jetzt in einem weiteren Schritt das erste Thema beginnen und wie es der Titel des Videos schon sagt, wird es heute gehen um Schizophrenie. Die Pharmakologie oder die pharmakologische Behandlung der Schizophrenie beginnt im Jahr 1950 mit der Zulassung oder Einführung des ersten antipsychotisch wirksamen Medikaments, des Chlorpromazins, das wir nachher noch kennenlernen werden. Neuroleptisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet neuronal dämpfend und spiegelt den Blick der damaligen Zeit auf die Erkrankung wider, ja, wo wir, das werden wir gleich sehen, Erregungszustände zentral nervös dämpfend behandelt werden sollten. Heute verschiebt sich die Bewertung der Medikamente weg von neuronal dämpfend hin zur Begrifflichkeit der antipsychotischen Medikamente. Wie wirksam diese Präparate tatsächlich sind, zeigen ein paar eindrückliche Zahlen. Vor Einführung der neuroleptisch wirksamen Medikamente dauerte also dann Anfang der 50er Jahre ein solcher Schub, ein schizophrener Schub, in der Regel 3 Jahre, während unter medikamentöser Therapie wir heute in der Lage sind, etwa innerhalb von 16 Tagen diese Schubsymptomatik pharmakologisch zu verbessern. Also das ist tatsächlich eindrücklich. Weitere 20 Jahre später, im Jahr 1970, wird ein weiteres Präparat eingeführt und das ist das Clozapin, das noch einmal ein ganz anderes Wirkprinzip jetzt in die Gruppe der Neuroleptika hineinbringt und das werden wir gleich ausführlich diskutieren. Das 1950 eingeführte Chlorpromazin ist sozusagen die Erstsubstanz, die wir sortieren würden in die Gruppe der Erstgenerationsneuroleptika und ab dem Jahr 1970 mit dem Clozapin entsteht die Gruppe der Zweitgenerationsneuroleptika, die wir auch als atypische Präparate hier bezeichnen. So, ich klicke mal weiter und blende das hier ein, einfach um zu sehen, was wollen wir jetzt initial machen. Wenn wir über Schizophrenie uns unterhalten, dann müssen wir erstmal gemeinsam klären, was ist Schizophrenie eigentlich, was hat sie für Eigenschaften, wie ist sie unter Umständen begründet, ja, sodass wir da vielleicht schon pharmakologische Schlüsse entsprechend ziehen können. Und was natürlich entsprechend wichtig ist, und das haben wir im Einführungsvideo schon gesehen, als es um die synaptische Endigung geht, wir müssen gemeinsam klären, welche Neurotransmittersysteme sind unter Umständen beteiligt oder fehlreguliert dann in dem Sinne, wenn eine schizophrene Erkrankung hier entsprechend auftritt. Und das würden wir gleich im Detail gemeinsam miteinander anschauen. Wenden wir uns der ersten Frage zu, ja, nämlich der Klärung der Frage, was ist Schizophrenie eigentlich? Das heißt also, was für eine Symptomatik haben wir zu erwarten, wenn wir von dieser Krankheit sprechen? Ich hoffe, Sie können es trotz der schlechten Beleuchtungsverhältnisse hier auf der Projektion an der Tafel doch relativ gut noch lesen. Wenn wir über Schizophrenie reden, dann ist der erste Aspekt, den wir hier benennen müssen, die Störung des formalen Denkens, die auftritt. Und was hat man darunter zu verstehen? Zum Beispiel so Dinge wie Röntgenblick, ja, dass der Betroffene denkt, andere könnten ihn durch seine Kleidung hindurch nackt sehen, was natürlich eine totale Fehlinterpretation der Realsituation ist. Wissen wir aus eigener Erfahrung, ist natürlich nicht möglich. Oder auch externe Gedankenkontrolle, ja, dass einfach Betroffene sagen, die Personen, mit denen er Umgang hat, die werden fremdbestimmt und werden dadurch zu Handlungen angeregt, die meiner eigenen Person dann entsprechend zuwiderlaufen. Dann haben wir Wahrnehmungsstörungen, nämlich einmal Sinnestäuschungen und besonders das Hören von Stimmen. Ja? Das heißt, es werden Befehle erteilt, die dann befolgt werden müssen.
Und das kann natürlich relativ schnell dann auch zu kritischen Situationen führen. Dann haben wir ausgeprägte emotionale Störungen, die wir unter Schizophrenie beobachten. Einmal eine Affektverflachung, ja, das heißt also praktisch hier sind die Reaktionen auf Umweltereignisse stark reduziert, die Mimik ist reduziert und die haben eine gestörte Emotionalität. Das kann einmal sein, dass gar keine emotionale Regung mehr möglich ist oder dass eine falsche Emotionalität dann auftritt, als Beispiel zum Beispiel hysterisches Lachen bei einer Beerdigung zum Beispiel. Das wäre ein typisches Beispiel für eine falsche Emotionalität. Und dann haben wir Verhaltensstörungen, ausgedrückt durch stereotypes Verhalten, das heißt ständig wiederholende Bewegung, also er sitzt da und eine Schublade wird ständig auf und zugezogen oder katatones Verhalten, das bedeutet also Bewegungslosigkeit, der Patient verweilt hier entsprechend in einer Ruhesituation. So, wenn wir das jetzt ein Stück weiter betrachten, ist die nächste Frage, was weiß man über Ursachen zur Entstehung der Schizophrenie? Und da weiß man eigentlich nicht viel. Es gibt zahlreiche Arbeiten, die genetische Komponenten festgemacht haben. Hier haben wir mal so ein Beispiel Arbeit aus Cell, relativ neu aus dem Jahr 2019, ja, die sich mit Schizophrenie assoziierten Genen hier beschäftigt hat. Und ich will einfach nur mal zwei, drei Gene nennen und blende sie jetzt hier auch ein. Das wäre zum Beispiel der sogenannte Regulator of G-Protein Signaling 4, also RGS4, RGS4. Das ist ein kleines G-Protein, das wichtig ist für Rezeptor-Signaltransduktion, ja, für die Aktivität von G-Proteinen. Dann hätten wir zwei synaptische Proteine wie Dyspidin oder Neuregulin, ja, die hier die Funktionalität synaptischer Verknüpfungen aufrechterhalten und die sind unter Umständen gestört, sodass wir hier schon ein Gefühl dafür bekommen, dass wir Fehlfunktionen haben, offensichtlich in Neurotransmitter-Funktionen. Aber auch das ist ganz schlecht und nur oberflächlich untersucht. Sodass wir jetzt zum dritten Punkt kommen, dass wir uns hier fragen müssen, was gibt es eigentlich für Inzidenzen oder Hinweise, welche Neurotransmitter an dem eben beschriebenen Krankheitsbild der Schizophrenie Anteil haben können. Und das kann man relativ gut beantworten, indem wir mal gemeinsam darauf schauen, welche Medikamente psychotische Symptome hervorrufen. Also wir können unter Umständen psychotische Symptome medikamentös hervorrufen. Und dabei sind verschiedene Transmittersysteme betroffen und die schauen wir uns gerade mal an. Wenden wir uns mal dem Dopamin zu. Das dopaminerge System haben wir in der Einführungsvorlesung besprochen, im limbischen System, ja, Nucleus accumbens, Amygdala, Hippocampus, ja, die dann auch präfrontale, mesokortikale Bahnen dann haben. Dieses limbische System, Aktivitätssystem, Belohnungssystem, ist ganz eng assoziiert mit psychotischer Symptomatik. Der wichtigste Neurotransmitter des limbischen Systems ist das Dopamin. Und woher wissen wir jetzt, dass das Dopamin übers limbische System tatsächlich psychotische Symptomatik hervorrufen kann? Das wissen wir, weil wir das von medikamentösen Eingriffen her gut begründen können. Weil nämlich Substanzen wie zum Beispiel Kokain oder Amphetamine oder auch das Parkinson-Medikament L-Dopa die Eigenschaft besitzen, die Dopaminverfügbarkeit im limbischen System zu erhöhen. Über die Mechanismen brauchen wir gar nicht jetzt groß reden. Beim Dopa ist es relativ einfach, weil das ist das Dopamin selbst. Wir erhöhen damit die Dopaminverfügbarkeit im limbischen System. Amphetamine würden das aber in eine indirekte Art und Weise machen, wenn das Kokain zum Beispiel den Dopamintransporter hemmt, den wir im ersten Vorlesungsteil kennengelernt haben und damit die Dopaminverfügbarkeit erhöht. Konsequenz der Dopaminerhöhung im limbischen System sind psychotische Symptome. Das wissen wir bei Drogeneinnahme, Kokain, das wissen wir unter Amphetamineinnahme und das kennen wir ganz speziell auch von Parkinson-Patienten, weil die halluzinogene Symptomatik oder Problematik ist ein großes Problem beim Einsatz des L-Dopas. Sodass wir jetzt schon sagen können, psychotische Symptome unter anderem mit verursacht durch dopaminerge Neurotransmission im limbischen System. Schauen wir auf die rechte Seite. Hier haben wir jetzt das Serotonin stehen, also unser 5-Hydroxytryptamin. Auch hier haben wir einen medikamentösen Beweis, dass Serotonin-Rezeptor-Stimulation psychotische Symptome auslöst. Und das ist das LSD, das Lysergsäure
Diamid. Ja, das heißt also praktisch, unser LSD ist in der Lage, Serotonin und vor allen Dingen Serotonin-2-Rezeptoren zu agonisieren und psychedelische, ja, Wahrnehmungen dann hervorzurufen, indem es dann auch dazu kommt, dass Sinneswahrnehmungen dann falsch kombiniert werden. Also dann können zum Beispiel Töne geschmeckt werden, ja, sodass also hier das auch ganz klar mit psychotischer Symptomatik vereinbart ist. Sodass wir also jetzt neben dem Dopamin über die Evidenz des LSDs auch das Serotoninsystem, und hier sind es vor allem die Raphekerne, werden wir gleich noch sehen, dann dazu veranlasst werden, eine psychotische Symptomatik zu veranlassen. Und die dritte Symptomatik, die läuft über das Glutamat. Das würde man erst gar nicht erwarten. Aber auch hier gibt es pharmakologische Evidenz, weil Substanzen wie Phenylcyclidin, das ist eine Droge, sogenannte Angel Dust, oder das Ketamin oder Esketamin, ein Injektionsnarkotikum, das als NMDA-Rezeptor-Antagonist die glutamaterge Neurotransmission blockiert, führt zu psychotischer Symptomatik. Und hier ist das Ketamin ein ganz tolles Beispiel dafür, weil Ketamin, ja, führt zu einer sogenannten dissoziativen Anästhesie, die gekoppelt ist an Halluzinationen, sogenannte Bad Trips. Und das liegt daran, dass wir wissen, dass Glutamat die Dopaminverfügbarkeit im limbischen System bremst. Und wenn wir durch NMDA-Rezeptor, also Glutamat-Rezeptor-Blockade, diese Bremse wegnehmen, geht das Dopamin hoch und wir kriegen die gleichen psychotischen Effekte, die wir hier schon besprochen haben, sodass wir also zusammenfassend sagen können, die Neurotransmitter, die bei psychotischer Symptomatik in der Schizophrenie eine Rolle spielen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach Dopamin im Serotonin, also im mesolimbischen System, Serotonin in den Raphekernen und auch das Glutamat, das unser Dopamin im limbischen System kontrolliert. Vielleicht noch zwei, drei Worte zur Inzidenz der Schizophrenie. Die Schizophrenie ist keine allzu seltene Erkrankheit. Die Inzidenz in der Bevölkerung liegt bei etwa 1%. Und das sage ich in meinen Vorlesungen immer, wenn Sie dann nicht das Glück haben und sind gut besucht, ja, und da sitzen dann irgendwie alle 300 Studenten des Jahrgangs zusammen in der Vorlesung, ja, dann ist die Zahl eigentlich nicht wenig. Das heißt, von 300 oder 400 Studenten bei einer Inzidenz von 1% können wir dann sagen, dass in einem Jahrgang, ja, man damit rechnen muss, dass 3 oder 4 im Laufe ihres Lebens dann tatsächlich eine Schizophrenie entwickeln. Und das ist eigentlich kein so seltenes Ereignis. Wir wissen, und das haben wir eben angedeutet, dass es über Gene offensichtlich eine genetische Komponente gibt. Und das zeigt sich vor allen Dingen bei Zwillingen, ja, bei Zwillingspaaren. Wenn ein Zwilling an der Schizophrenie erkrankt, dann hat der zweite Zwilling eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, ebenfalls zu erkranken. Das heißt also, auch hier haben wir tatsächlich den Nachweis einer genetischen Komponente, sodass wir also hier sehen, dass das durchaus dann auch über unser Genom dann begründet ist, ob und wer dann erkrankt. Das nächste, was ich mir jetzt mit Ihnen noch anschauen möchte, ist, dass wir nochmal zurückgehen auf die zwei für uns jetzt nachher wichtig werdenden Neurotransmittersysteme Dopamin und Serotonin, die wir ganz klar mit der Schizophrenie-Pharmakologie verbinden können. Das sind sogenannte PET-Aufnahmen, Positronen-Emissionstomographie, wo eine radioaktiv markierte Substanz dann bestimmte Areale im zentralen Nervensystem färben kann. Und worauf wir hier zum Beispiel jetzt schauen, ist nochmal das limbische System. Und was hier gefärbt ist, ist unser Dopamintransporter, den wir natürlich in hoher Expression im mesolimbischen System finden, weil ja hier die Signaltransduktion essentiell über Dopaminfreisetzung läuft. Deswegen haben wir dort auch ganz viel Dopaminrücktransportsystem und wir können sehen, dass das dopaminerge System tatsächlich hier im limbischen System lokalisiert ist, Nucleus accumbens, Amygdala, Hippocampus. Und dann haben wir hier nochmal den Serotonintransporter, der gefärbt ist und der färbt uns vor allen Dingen die Raphekerne an. Ja, haben wir hier in hoher Dichte. Und auch hier erinnern wir uns nochmal an die Einführungsvorlesung, wo wir gesagt haben, psychotische Erkrankungen sind kaum Erkrankungen unseres großen Kortex, sondern phylogenetisch alter
Anteile. Und hier gucken wir jetzt auf die Raphe-Kerne, die im Hirnstamm sitzen und von denen wir gesagt haben, wir haben nur 165.000 serotoninerge Neuronen pro Hirnhälfte, die in den Raphe-Kernen sitzen, im Gesamtvergleich zu 100 Milliarden Gesamtneuronen im Gehirn. Sodass wir also sehen, dass diese kleine Anzahl an serotoninergen Neuronen maßgeblich dann auch unser Verhalten dann verändern kann. Und hier können wir die Färbung sehen, ja, und die Projektion hier in den präfrontalen und mesokortikalen Kortex, das uns also nochmal zeigt, dass tatsächlich Dopamin im limbischen System und Serotonin im Raphe-Kernsystem mitbeteiligt sind an der Entstehung der Schizophrenie. Im nächsten Schritt betrachten wir jetzt gemeinsam, schon im Blick auf die Pharmakologie, die wir jetzt gemeinsam machen wollen, die Therapieprinzipien der Schizophrenie. Hier wird gesehen, pharmakologische Hinweise wie die Wirkung von Kokain, Amphetaminen oder L-Dopa verweisen auf eine Überaktivität dopaminerger Areale, ja, in unserem Gehirn. Und hier haben wir das schon festgelegt, das ist unser limbisches oder mesolimbisches System, das ganz wichtig auch mit unserer Aktivität und Emotionalität dementsprechend verknüpft ist. Und dann haben wir gesehen, LSD, Lysergsäure, Diamid führt ebenfalls zu einer Stimulation von serotoninergen Arealen, ja, über Serotonin-2-Rezeptoren, und hier haben wir die Raphe-Kerne festgemacht, die im Hirnstamm sitzen, die aber eine ganz überaus wichtige Funktion für die Regulation unserer gesamtneuronalen Aktivität im Gehirn dann besitzen. Sodass wir also praktisch für unser Therapieprinzip jetzt eigentlich fordern müssen, dass wir sagen, wir müssen, um die psychotische Symptomatik der Schizophrenie zu verbessern, eine Überaktivität dopaminerger und serotoninerger Areale dämpfen. Das heißt, wir werden also jetzt im Vorgriff wahrscheinlich gleich, wenn wir die Pharmakologie machen, über Dopaminrezeptorantagonisten bzw. Serotonin-2-Rezeptorantagonisten sprechen, und das wird sich bewahrheiten und das werden wir dann gleich im Detail sehen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir zwei verschiedene Formen von Symptomatiken nochmal haben, wenn wir die Schizophrenie im Detail anschauen, die wir also den eben schon vorgestellten Charakteristika nochmal beifügen müssen. Und das liegt jetzt einfach daran, dass wir positiv Symptomatik-Symptome mit der Überaktivität dopaminerger Areale assoziieren können, wenn wir zumindest der Literatur Glauben schenken, und dass wir die Überaktivität serotoninerger Areale mit der sogenannten Negativ-Symptomatik hier verbinden. Sodass ich das hier einfach nochmal hier direkt hinten dran schreibe, Dopamin bzw. die serotoninerge Aktivität, ja, die wir hier entsprechend zuordnen können. Und das machen wir jetzt in einem nächsten Schritt. Und dafür nehme ich jetzt die Folie weg und wir kommen, wie wir es gewohnt sind, an die Tafel zurück. Und wir werden uns jetzt Positiv- und Negativ-Symptomatik nochmal anschauen, ja, in Bezug auf unsere Dopamin- und Serotonin-Rezeptoren. Schauen wir uns jetzt Positiv- und Negativ-Symptomatik an. Hier ist es nochmal wichtig zu sehen, dass mit Positiv-Symptomatik nicht irgendwie positive Effekte gemeint sind, sondern da sind natürlich jetzt Krankheits-, also Negativ-Symptomatiken eigentlich, also Krankheitssymptome, die man unter dem Begriff Positiv-Symptomatik zusammenfasst. Hierzu würden gehören Halluzinationen, Wahn, psychomotorische Erregung, affektive Erregbarkeit und Vigilanz. Ja, Vigilanz bedeutet also die gesteigerte Aufmerksamkeit, Aktivität, vor allen Dingen dann auch im kortikalen Bereich. Und dementsprechend würde man als Negativsymptomatik bezeichnen, eine andere Form von psychotischen Symptomen, die auch mit der Schizophrenie vergesellschaftet sind. Das wären die Apathie, der soziale Rückzug, Verarmung der Sprache, Verschlechterung von Kognition und Orientierung. Und hier sagt man, wenn man der Literatur glauben soll oder kann, dass die Positivsymptomatik vor allen Dingen über die dopaminerge Übererregung vermittelt wird
und die Negativsymptomatik eher über die Überaktivität unserer Serotonin-2-Rezeptoren vermittelt wird. Sodass, wenn wir auf die Tafel nochmal schauen, wir sehen, ja, dass also durch Dopamin-Rezeptorblockade wir eher die Positivsymptomatik verbessern, während die Serotonin-2-Rezeptorblockade eher dann die Negativsymptomatik hier verbessert, auch wenn große klinische Studien zeigen, ja, dass das oft nur schwer darstellbar ist in dieser Komplexität oder auch in dieser Differenziertheit zwischen Dopamin- und Serotoninrezeptoren. So, auf geht's in die Pharmakologie. Beginnen wir mit den zur Verfügung stehenden Substanzen. Hier ist nochmal wichtig zur Erinnerung, wir sprechen einmal generell von der sogenannten ersten Generation von Neuroleptika, wo wir hier nochmal aufschreiben können, das war unser Chlor, Bromazin als Leitsubstanz eingeführt im Jahre 1950, also auch schon über 70 Jahre jetzt in der Anwendung. Und dann haben wir gesagt, wir haben die zweite Generation, die wir auch als atypische Neuroleptika bezeichnen. Schreibe ich jetzt mal hier hin, atypisch. Atypische Neuroleptika und deren Leitsubstanz ist das Chlor, Clozapin. Von dem ich gesagt habe, dass es im Jahr 1970 eingeführt wurde und das ist die Leitsubstanz für die neuere Generation von Neuroleptika, über die wir auch sprechen. So, jetzt mache ich mir die Tafel nochmal ganz sauber und dann beginnen wir in der Betrachtung unserer Erstgenerationsneuroleptika. So, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt schauen wir also auf die erste Generation. Hier unterscheiden wir jetzt von der Wirksamkeit verschiedene Gruppen von Präparaten, die wir bezeichnen als niedrigpotente Neuroleptika, mittelgradig potente und hochpotente Neuroleptika. Und das machen wir jetzt vielleicht mal so, ja, dass wir hier beginnen mit unseren niedrigpotenten Neuroleptika. Leitsubstanz haben wir kennengelernt, eben Chlorpromazin, gehört in diese Gruppe. Einführung 1950, damit geht ja die ganze Pharmakologie der Schizophrenie dann los. Chlorpromazin. Dann hätten wir weiter im Angebot Prometazin. Dann hätten wir Chlorprotixen als Beispiel. Oder wir hätten dann das sogenannte Pimperon. Und ich packe hier nochmal rein, exemplarisch, das Melperon. Das wären jetzt fünf Vertreter niedrigpotenter Neuroleptika. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, was das bedeutet. Dann schauen wir uns an die mittelpotenten Substanzen. Hier hätten wir zum Beispiel das Perazin oder wir hätten das Zotepin. Und dann haben wir die therapeutisch natürlich dann ganz besonders wichtigen hochpotenten Neuroleptika. Ja, also hochpotent wäre unser Haloperidol. Dann hätten wir Flupentixol. Dann hätten wir Perphenazin und wir hätten das Pimozid. So, ich blende es einfach nochmal recht sauber ein, dass Sie, falls Sie meine Schrift nicht gut lesen können. So, jetzt müssen wir als nächstes klären, was versteckt sich hinter dem Begriff niedrig-, mittel- und hochpotenten Neuroleptika. Und das beziehen wir jetzt, weil wir über die Erstgenerationsneuroleptika sprechen, wo wir gesagt haben, Positivsymptomatik, von der wir gesagt haben, die ist assoziiert mit unserer dopaminergen Neurotransmission. Das heißt, was wir hier jetzt ganz klar festlegen müssen, die Erstgenerationsneuroleptika
die sind entwickelt worden aufgrund der Theorie oder Hypothese, dass man gesagt hat, die psychische Übererregbarkeit der Schizophrenie beruht auf der Überaktivität des limbischen Systems und damit auf der Überaktivität der dopaminergen Neurotransmission. So, und das ist jetzt mal das Erste, was ganz wichtig ist. Das heißt, wenn wir auf Erstgenerationsneuroleptika schauen, schauen wir auf Dopaminrezeptorantagonisten. Und hier ist es jetzt nochmal, und das mache ich in Klammern, wichtig zu sehen, dass wir verschiedene Rezeptorisoformen haben fürs Dopamin, nämlich den Dopamin 1 bis Dopamin 5 Rezeptor, die auch noch unterschiedlich gekoppelt sind. D1 und D5 sind GS-gekoppelte Rezeptoren, D2, 3 und 4 wären GI-gekoppelte Rezeptoren. Und hier machen wir es in Rot mal hin. Der Rezeptor, um den es jetzt bei den Erstgenerationsneuroleptika geht, der also die Aktivität des limbischen Systems maßgeblich antreibt, das ist unser Dopamin-2-Rezeptor. Sodass wir also jetzt sehen, das therapeutische Konzept, das hinter den Erstgenerationsneuroleptika steht, ist die Dopamin-2-Rezeptorblockade, die dann die Aktivität des limbischen Systems runterfährt, was dann unsere Positivsymptomatik ja, wie Halluzination, Wahn, psychomotorische Erregung und so weiter dann deutlich verbessern soll. Sodass wir das also jetzt hier als erste wichtige Information schon haben. Jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, was das mit niedrig, mittel und hochpotent zu tun hat. Und das steht jetzt direkt in Bezug auf die Affinität zum Dopamin-2-Rezeptor. Das heißt, die niedrigpotenten Erstgenerationsneuroleptika haben eine niedrige Bindungsaffinität zum Dopamin-2-Rezeptor, während die Bindungsaffinität höher wird, je weiter wir hier die Tabelle nach unten gehen. Die Bindungsaffinität, und daran erinnern Sie sich bitte an die Pharmakodynamik, ist definiert durch die sogenannte Dissoziationskonstante, KD. Und die Dissoziationskonstante sagt Folgendes aus. Das ist die Konzentration eines Pharmakons, bei der die Hälfte aller verfügbaren Rezeptoren besetzt ist. Und jetzt wird das natürlich klar, wenn ich eine große Dissoziationskonstante habe, ja, die ich jetzt hier bei meinen niedrigpotenten Neuroleptika besitze, ja, weil die ja, niedrigpotent sind. Die haben eine hohe Dissoziationskonstante. Das heißt, ich brauche viel, vielleicht schreibe ich das einfach mal hier dazu. Ich brauche viel Wirkstoff, um die Hälfte aller verfügbaren Dopaminrezeptoren zu blockieren. Das heißt, die Dosierung ist relativ hoch. Das heißt, es ist eine relativ wenig spezifische Reaktion. Das bedeutet jetzt für meine Mittelpotenten, ja, dass die Dissoziationskonstante, ich mache das mal so, ja, in einem mittleren Bereich liegt. Ja, das heißt also, ich brauche hier schon weniger Substanz, um die Hälfte aller Dopaminrezeptoren zu besetzen. Und dementsprechend ist bei hochpotenten Neuroleptika, und das mache ich jetzt hier nochmal hin, die Dissoziationskonstante entsprechend klein. Das bedeutet, ich brauche wenig Substanz, um die Hälfte der Dopamin-2-Rezeptoren zu besetzen. So, das ist jetzt nochmal wichtig. Und was bedeutet das jetzt für die Anwendung? Das bedeutet, wenn wir uns den niedrigpotenten Substanzen zuwenden, dann brauche ich aufgrund der hohen Dissoziationskonstante viel Wirkstoff, um die Hälfte der Dopaminrezeptoren zu blockieren, was ich ja will, um die psychotische Symptomatik aufzuheben. Das bedeutet, ich muss viel von dieser Substanz einsetzen. Das heißt, die Dosierung ist hoch. Und was bedeutet das? Dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Substanz auch an anderen Rezeptoren bindet. Ja, das haben wir oft, wenn die Dissoziationskonstante groß ist, dann ist die Affinität niedrig. Das heißt, wir bekommen Affinitäten zu anderen Rezeptorsystemen dazu. Das heißt, wir sehen hier auch weitere Wirkungen, die wir zusätzlich bekommen. Und das ist genau der Fall, wenn wir auf Niedrigpotente schauen. Die werden nämlich jetzt nicht nur Dopamin-2-Rezeptoren blockieren, weil ich aufgrund der hohen Dissoziationskonstante viel Wirkstoff brauche, werden weiter besetzt Alpha-1-Rezeptoren, Muscarin-1 und 3-Rezeptoren und Histamin-1-Rezeptoren präferentiell, sodass wir also jetzt
ja, wenn wir hier drauf schauen, sagen können, ja, dass wenn wir die niedrigpotenten Erstgenerationsneuroleptika anschauen, wir auf Präparate schauen, die eigentlich gar nicht gut geeignet sind, eine Schizophrenie zu behandeln, weil sie nämlich eigentlich antisympathotone, anticholinerge und antihistaminerge Substanzen sind. Das bedeutet also, sie haben eine sedative Wirkung, ja, weil wir vor allem über die Histamin-1-Rezeptorblockade eine praktisch entsprechende Sedierung machen, und sie haben dann oft auch ausgeprägte anticholinerge Wirkungen, reden wir gleich drüber, und sie haben auch Nebenwirkung dann auf Herz-Kreislauf-System. Und das vermerken wir vielleicht jetzt mal hier, und das haben wir alles im Sympathikus-Hypertonie-Teil besprochen. Alpha-1-Rezeptorblockade auf den Widerstandsgefäßen führt zur Dilatation der Widerstandsgefäße. Das bedeutet orthostatische Hypotonie. Ja, ich kürze das einfach nur mal hier ab. Orthostatische Hypotonie, das heißt Blutdruckabfall unter Umständen mit reflektorischer Tachykardie. Muskarin 1 und 3 Rezeptorblockade bedeutet anticholinerg. Das bedeutet, wenn wir uns an den Parasympathikus zurückerinnern, Muskarin-Rezeptorblockade, Akkommodationsstörung, Mundtrockenheit, dann haben wir unter Umständen eine Obstipation, wir haben ein Harnverhalt, ja, ganz klassische anticholinerge Wirkungen und unter Umständen auch über M1-Blockade eine demenzielle Symptomatik, die gefördert wird. Und Histamin-1-Rezeptorblockade im ZNS führt zu Gewichtszunahme. Das Gewicht geht hoch. Und es führt zur Sedierung. Und deswegen schauen wir jetzt, wenn wir auf die Erstgenerationsneuroleptika schauen, zwar auf Substanzen mit neuroleptischer oder mit der Möglichkeit, sie in der Schizophrenie einzusetzen, das tut man aber nicht aufgrund ihrer hohen Dissoziationskonstante. Und deswegen werden Substanzen, und vielleicht markieren wir die mal jetzt hier in grün, wie zum Beispiel unser Pilcamperon oder auch unser Melperon, die in diese Gruppe gehören, die setzt man in der Geriatrie ein, weil die eine hohe Affinität haben am Histamin-1-Rezeptor, das heißt, die wirken sedierend, das heißt, die werden benutzt entweder als Schlafmittel, ja, also als zur Induktion des Schlafs bei Schlaflosigkeit oder zur Behandlung von Spannungs- und Erregungszuständen in der Geriatrie, weil sie im Vergleich zu den anderen Präparaten eine verringerte anticholinerge Wirkung haben, die wir ja gerade bei älteren Patienten eigentlich nicht brauchen. Sodass wir sehen, dass wir jetzt bei den Erstgenerationspräparaten eigentlich keine antipsychotische Anwendung mehr haben, sondern aufgrund der hier Histamin 1 vermittelten sedierenden Wirkung oft die Anwendung haben hier in der Geriatrie. Das ändert sich dann, je höher die Affinität wird jetzt für unseren Dopamin-2-Rezeptor. Und jetzt wenden wir uns den hochpotenten Substanzen zu. Und das ist jetzt natürlich klar, weil sie hochpotent sind, mit niedriger KD, wenig Wirkstoff, besetzt die Hälfte der Rezeptoren. Ich brauche nur wenig Wirkstoff, um alle notwendigen Dopamin-2-Rezeptoren zu blockieren, um meine Positivsymptomatik hier zu behandeln. So, jetzt könnte ich sagen, boah, super, das ist klasse. Damit fahre ich ja natürlich super, weil natürlich Alpha 1 Muskarinrezeptor Histaminblockade ausfällt. Das schreiben wir hier vielleicht dann in Orange nochmal hin. Alpha 1, die Muskarinrezeptor und die Histaminblockade fällt weg aufgrund der niedrigen Dissoziationskonstante. Dieser eigentliche Vorteil wird aber wie so oft in der Pharmakologie erkauft mit einem Nachteil, weil wir jetzt natürlich Dopamin-2-Rezeptoren nicht nur im limbischen System finden, sondern wir finden sie auch an anderen entscheidenden Stellen im zentralen Nervensystem. Und das schauen wir uns jetzt an, weil jetzt wird natürlich klar, dass bei hochpotenten Neuroleptika wir eine potente Lösung psychotischer Positivsymptome machen können, die wir aber erkaufen mit einer potenten Stimulation weiterer Systeme, die über Dopamin-2-Rezeptoren reguliert wird, und die schauen wir uns jetzt an, wenn ich die Tafel für uns wieder sauber gemacht habe. Kommen wir zurück zum Dopamin-2-Rezeptor und zu den Problemen, die bei den hochpotenten Präparaten auftreten. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich mache das vielleicht am besten mal so, dass wir das nochmal zusammenfassen. Unsere hochpotenten Neuroleptika mit den klassischen Vertretern
Haloperidol besitzen eine niedrige Dissoziationskonstante für den Dopamin-2-Rezeptor. Und auch das kürze ich hier nochmal ab, im limbischen System, das heißt Nucleus Accumbens, Amygdala, Hippocampus und so weiter. So haben wir das jetzt nochmal wunderbar zusammengefasst, wie das zusammenhängt. So haben wir jetzt gesagt, durch die hohe Affinität am Dopamin-2-Rezeptor bekommen wir den ersten Effekt, nämlich die Verbesserung der Positivsymptomatik, also Halluzination, Wahn, psychomotorische Erregbarkeit und so weiter. So, das wir also jetzt hier sehen. Das Erste, was wir mit diesen Substanzen erreichen, ist die Behandlung der Positivsymptome unserer psychotischen Erkrankung. Dann haben wir gesagt, oh, ist doch eigentlich klasse. Und viel besser als bei den Niedrigpotenten, wo noch andere Rezeptoren, Alpha-1, Muskarin, Histamin-Rezeptoren blockiert werden. Das haben wir nicht, weil wir durch die niedrige Dissoziationskonstante niedrige Konzentrationen des Wirkstoffs nur brauchen, um eine psychotische Lösung zu machen. Das ist doch super. Das ist aber falsch gedacht, weil wir müssen schauen, dass wir den Dopamin-2-Rezeptor noch in weiteren wichtigen funktionalen Arealen des Gehirns haben. Und das zweite Areal, in dem wir Dopamin-2-Rezeptoren finden, ist unser extrapyramidal-motorische Bahn. Das blende ich hier nochmal ein. Hier haben wir den Dopamin-2-Rezeptor, der eine ganz wichtige Funktion hat zur Regulation und Kontrolle unserer extrapyramidal-motorischen Symptomatik. Auch das kürze ich hier ab und blende es Ihnen ein, EPMS. Ja? Das heißt also, hier haben wir jetzt eine Interaktion über den Dopamin-2-Rezeptor, was unsere Bewegungskoordination angeht, und das streift jetzt ein Krankheitsbild, ja, das wir auch noch zu besprechen haben im ZNS-Teil, nämlich den Morbus Parkinson, weil hier pharmakologisch ein Krankheitsbild nachgemacht wird, das wir dann in Ruhe noch gemeinsam besprechen. So, dass wir also jetzt sehen, dass die Dopamin-2-Rezeptor-Blockade, ja, also vielleicht mache ich das einfach hier nochmal wirklich hin, ja, Blockade, Dopamin-2-Rezeptor, Positivsymptomatik, Dopamin-2-Rezeptor in der extrapyramidalen Bahn macht extrapyramidal-motorische Störungen. So, das schauen wir uns jetzt an, wie das entsprechend vermittelt ist. Und dazu würde ich jetzt einfach sagen, mache ich mir jetzt nochmal die Tafel sauber, dann haben wir ein Stückchen mehr Platz, dass wir uns jetzt ganz in Ruhe anschauen können, auf welche Art und Weise jetzt unsere hochpotenten Neuroleptika zu motorischen Störungen führen, die wir als unerwünschte Arzneimittelwirkung natürlich unmittelbar bekommen, weil wir Dopamin-2-Rezeptoren blockieren. Betrachten wir gemeinsam an dieser Skizze, wie extrapyramidal-motorische Störungen zustande kommen unter Neuroleptika mit hoher Bindungsaffinität an Dopamin-2-Rezeptoren. Hier schauen wir uns zuerst an ein Zentrum im Gehirn, die Substantia nigra, ein wichtiges System in der Kontrolle unserer extrapyramidalen Motorik. In der Anatomie leicht zu erkennen im Gehirn die Substantia nigra, wie der Name schon sagt, die ist dunkel gefärbt durch Neuromelanin. Neuromelanin ist ein Abbauprodukt des Dopamins, sodass man also hier praktisch diese zellulären Strukturen sehr gut mit bloßem Auge erkennen kann. Wir schauen also auf eine Dopaminerge, und hier haben wir schon die Verbindung Dopaminerge-Struktur, die eine wichtige Rolle spielt für unsere motorische Kontrolle. Diese Substantia nigra projiziert, ja, also die Zellkörper sitzen in der Substantia nigra und die Dopaminergen-Axone, die projizieren in das Corpus striatum. Dort finden wir dementsprechend Dopamin-2-Rezeptoren, sodass wir also sehen können, ja, dass das Dopamin ausgeschüttet wird im Corpus striatum und dann dort Dopamin-2-Rezeptoren stimuliert. Machen wir jetzt so. Und dieser Dopamin-2-Rezeptor, der ist GI-gekoppelt, hat also eine inhibitorische Funktion. Und was das Dopamin macht im Corpus striatum, es dämpft die Aktivität des Striatums. Und das Striatum selbst ist eine cholinerge Struktur. Das heißt, es setzt nach Stimulation Acetylcholin frei. Sodass wir also sehen, dass unsere Kaskade hier weitergeht, übers Acetylcholin in Richtung Thalamus.
Und was jetzt passiert, das ist wichtig. Unser Dopamin durch Dopamin-2-Rezeptor-Agonismus führt dazu, dass die Acetylcholin-Freisetzung im Striatum gesenkt wird. Das heißt also, was wir bekommen, vielleicht mache ich das auch hier nochmal hin, eine Aktivitätsdämpfung des Striatums, weniger Acetylcholin. Das heißt, unsere Thalamus-Stimulation übers Acetylcholin, die würde dementsprechend ebenfalls abnehmen, dann hier, weil weniger Muskarin-1-Rezeptoren agonisiert werden. Und warum ist das wichtig? Und das mache ich vielleicht hier in grün, weil vom Thalamus nochmal GABAerge Bahnen ziehen in unseren motorischen Kortex. Ja, und das machen wir jetzt nochmal hier. Und hier ist der Neurotransmitter, die Gamma-Aminobuttersäure, ein ganz wichtiger inhibitorischer Neurotransmitter, der dann den GABA-A-Rezeptor agonisieren würde. Und hier erinnern wir uns, der GABA-A-Rezeptor ist ein Chloridkanal. Ja, das bedeutet also, ein Strom von Chlorid in die entsprechenden Neurone führt dann zu Hyperpolarisation, Erregungshemmung, das heißt Dämpfung der neuronalen Aktivität. So, das bedeutet also, in der normalen Physiologie sieht das so aus. Dopamin wird aus der Substanz nigra freigesetzt, stimuliert den Dopamin-2-Rezeptor. Dadurch wird die Aktivität des Striatums kontrolliert, ja, das heißt, eine überschaubare Menge von Acetylcholin wird nur freigesetzt durch die Dämpfung, das heißt, unsere Thalamusaktivität ist deswegen auch nur moderat, sodass die GABA-vermittelte Hemmung des motorischen Kortex hier dann relativ moderat bleibt. Was passiert jetzt unter Neuroleptika? Dasselbe, was wir auch beim Parkinson haben. Beim Parkinson haben wir einen Untergang dopaminerger Neurone in der Substantia nigra. Hier haben wir jetzt eine Dopamin-2-Rezeptor-Blockade im Striatum. Und zwar umso intensiver und stärker, je niedriger die Dissoziationskonstante ist. Das haben wir ja gesehen, das Haloperidol mit einer hohen Bindungsaffinität am Dopamin-2-Rezeptor wird jetzt diesen Dopamin-2-Rezeptor blockieren. Das bedeutet, die Dopamin-vermittelte Bremse des Acetylcholins wird aufgehoben. Das bedeutet, unser Acetylcholin wird in verstärktem Maße freigesetzt aus dem Striatum. Das bedeutet eine Stimulation über Muskarinrezeptoren unserer thalamischen Neurone. Das bedeutet, unsere GABAerge Neurotransmission nimmt zu. Und das bedeutet, der inhibitorische Einfluss der GABA auf unseren motorischen Kortex, der nimmt ebenfalls zu. Ja? Und diese Inhibition des motorischen Kortex über GABA-Ergoneurone führt dann zu extrapyramidalmotorischen Symptomen und damit zur Störung in der Koordination unseres muskulären Bewegungsapparates. Und das schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Ich würde uns die Tafel jetzt gerade an dieser Stelle nochmal sauber machen, sodass wir jetzt nochmal gemeinsam in der Einblendung anschauen können, welche verschiedenen extrapyramidalmotorischen Störungen können durch Neuroleptika verursacht werden. Haben wir hier Platz? Ich blende es uns jetzt ein. Wir sind immer noch bei den extrapyramidalen motorischen Störungen, die durch hochpotente Neuroleptika dann auch entsprechend drastisch ausgelöst werden können. Unter EPMS versteht man erstens sogenannte Frühdyskinesien. Diese entstehen nach unmittelbarer Einnahme initial der Neuroleptika, also vor allen Dingen unserer hochpotenten Erstgenerationsneuroleptika. Darunter ist zu verstehen zum Beispiel Mümmelbewegungen des Mundes, Kau- und Schmatzbewegungen des Mundes, die nicht kontrolliert werden können. Dann haben wir eine unkontrollierte Zuckungen der, vor allen Dingen der Schultermuskulatur und die sogenannte okulogyretische Krise, das heißt unkontrollierte Rollen der Augäpfel, ja, die durch den Willen nicht kontrolliert werden kann, was natürlich eine entsprechend erschreckende Erfahrung darstellt. Diese Frühdyskinesien kann man unter Umständen ja, mit Diphenhydramin oder Biperiden unter Verwendung ihrer anticholinergen Symptomatik hier dann verwenden, um die Symptomatik zu verbessern, weil wir, und das haben wir gerade gesehen, über Diphenhydramin oder auch über Biperiden Muskarinrezeptoren hier entsprechend blockieren im Striatum und damit die Situation ein Stück weit verbessern können.
dass diese Frühdyskinesien, die sind nach Absetzen der Medikamente reversibel verschwinden. Dann haben wir eine weitere Problematik, wir können es hier lesen, das ist einmal die Akathisie, das ist die Sitzunruhe. Dann kann es zu einer Restless-Leg-Symptomatik kommen und es kommt zu dem sogenannten medikamentös induzierten Parkinsonoid. Das heißt also, wir bekommen also hier auch einen erhöhten Rigor, ja, dann eine Fehlstellung der Muskulatur. Das werden wir alles dann ansprechen, wenn wir über den Parkinson reden. Das heißt also Parkinson-Problematik, weil wir ja pharmakologisch eigentlich genau das nachmachen, was beim Parkinson pathologisch in der Substantia nigra dann entsprechend passiert. Dann müssen wir schauen auf Spätdyskinesien, die oft bei längerer Einnahme dann entstehen. Ja, in etwa 25% der Patienten kann das hier auftreten. Und hier besteht die große Gefahr, dass die unter Umständen irreversibel sind. Und was versteht man unter Spätdyskinesien? Das sind so Tourette-artige, wurmförmige Windungen des Körpers, die ebenfalls nicht kontrolliert werden können, die extrem stigmatisierend sind und die man medikamentös nicht irgendwie auflösen kann. Und man vermutet, dass die Ursache dafür ist, das Entstehen supersensitiver Dopamin-2-Rezeptoren. Ja, der Körper versucht, die ständige Blockade der Dopamin-2-Rezeptoren durch Neuroleptika zu kompensieren, indem er supersensitive Dopamin-2-Rezeptoren generiert, die dann für diese Symptomatik verantwortlich sind, sodass also praktisch oft auch eine Überdosierung des Patienten mit Neuroleptika ursächlich ist für diese Spätdyskinesien, die extrem stigmatisiert sind und die unter Umständen dann sich irreversibel darstellen. Kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir gesagt haben, klasse, niedrige Dissoziationskonstante, super Aktion zur Auflösung unserer Positivsymptomatik, wo wir dann aber gesagt haben, schlecht, weil wir Dopamin-2-Rezeptoren haben in anderen Arealen. Wir haben jetzt hier gesprochen über das Corpus striatum und die Probleme mit der extrapyramidalen motorischen Bewegungssymptomatik. Jetzt haben wir das nächste Problem, das ist das sogenannte tuberoinfundibuläre System. Tuberoinfundibulär. Klingt jetzt total kompliziert, ist aber ganz einfach. Und ich versuche das auch hier mal wirklich schematisch nochmal darzustellen. Hier geht es jetzt um das Prolaktin. Und auch das haben Sie in der Physiologie alles mal gehört. Prolaktin steht unter Kontrolle des Dopamins. Ja, und Dopamin ist im Grunde genommen ein im Hypothalamus gebildetes Hemmhormon fürs Prolaktin. Das heißt also, hier kürze ich das nochmal ab, hier unser Hypothalamus, der würde jetzt freisetzen, normal physiologisch, Dopamin. Und dieses Dopamin würde dann über entsprechende Dopamin-2-Rezeptoren in der Adenohypophyse dazu führen, dass die Adenohypophyse weniger Prolaktin freisetzt. Machen wir jetzt mal so. So dass wir sehen, dass unser Dopamin-2-Rezeptor jetzt auch was mit der Freisetzungsmenge des Prolaktins zu tun hat. So, jetzt kommen wir mit unserem Neuroleptikum, ja, das hochpotent niedrige Dissoziationskonstante unseren Dopamin-2-Rezeptor in der Adenohypophyse blockiert. Das heißt, die hemmende Wirkung des Dopamins auf die Prolaktinfreisetzung, die verschwindet. Und das bedeutet, und das blende ich Ihnen hier nochmal ein, Hyperprolaktinämie. Und das bedeutet für Männer Libidoverlust und Gynäkomastie. Und das bedeutet für Frauen Galaktorö, also Milchfluss, und Aminorö, das heißt Verlust der Monatsblutung. Sodass wir sehen, dass wir auch schwerwiegende endokrine Probleme hier haben. Und deswegen sind gerade Neuroleptika immer mit Vorsicht zu genießen, ja, bei Prolaktinomen, die unter Umständen sogar ausgelöst werden können. Das sind also Tumoren der Adenohypophyse, die zu einer vermehrten Bildung von Prolaktin führen. Ja, das kann unter Umständen durch Neuroleptika sogar dann noch weiter gefördert oder unter Umständen sogar verursacht werden, sodass wir also sehen, das tuberoinfundibuläre Problem, ja, das wir hier haben, und das schreibe ich dann vielleicht hier nochmal hin, wäre unsere sogenannte Hyper
Prolaktinämie. So, jetzt mache ich uns gerade hier Platz und dann geht es weiter mit den letzten beiden Wirkungen, die ebenfalls über Dopamin-2-Rezeptoren gekoppelt sind, die wir noch kurz hier der Vollständigkeit halber erwähnen müssen. Der nächste Punkt, den wir hier reinpacken müssen, also hier muss natürlich auch dementsprechend unser Dopamin-2-Rezeptor hin. Dopamin-2-Rezeptoren finden wir in der Chemorezeptor-Triggerzone. Chemorezeptor-Triggerzone, ich blende es Ihnen hier ein. Die finden wir am Boden des vierten Hirnventrikels. Hier ist die Blut-Hirn-Schranke unvollständig ausgebildet. Hier hat also unser Gehirn die Möglichkeit, Toxine unter Umständen relativ rasch zu erkennen. Und in der Chemorezeptor-Triggerzone am Boden des vierten Hirnventrikels finden wir vor allen Dingen Opioid, Serotonin und Dopamin-2-Rezeptoren. Ja, so das war unsere Dopamin-2-Rezeptoren, die auch haben. Und was vermittelt der Dopamin-2-Rezeptor bei Stimulation in der Chemorezeptor-Triggerzone? Er vermittelt Emesis, das heißt also, er induziert Erbrechen, indem er den Brechreiz dann im Hirnstamm entsprechend auslöst. Das bedeutet also, Neuroleptika können wir einsetzen zur Dopamin-2-Rezeptor-Blockade in der Chemorezeptor-Triggerzone, um Erbrechen dann zu unterdrücken, das heißt einen antiemetischen Effekt hier auszulösen, und das kann man dann unter Umständen dann tatsächlich unter Verwendung bei Chemotherapie einsetzen oder auch in der Prämedikation von Operationen, also in der Anästhesie wird das eingesetzt, sodass wir also sehen, Anti-Emesis wird hier entsprechend ausgelöst, und das ist ein Effekt, den wir unter Umständen dann sogar tatsächlich therapeutisch gemeinsam nutzen können. Und dann haben wir das Letzte, was uns hier noch fehlt. Das ist jetzt fünftens, und das ist das Dopamin-2-Rezeptoren. Und deswegen packe ich die hier nochmal hin. An der Regulation der Körperkerntemperatur beteiligt sind. Und wenn wir Dopamin-2-Rezeptoren hier entsprechend blockieren, dann führt das zu Hypothermie. So, sodass wir jetzt also zusammenfassend sagen können, unsere hochpotenten Erstgenerationsneuroleptika, ja, sind ganz potent zur Auflösung psychotischer Symptome. Durch ihre niedrige Dissoziationskonstante haben wir aber das Problem der ausgeprägten extrapyramidalen motorischen Störungen, der ausgeprägten Hyperprolaktinämie, ja, dann unter Umständen therapeutisch nutzbar der antiemetische Effekt und auch die Senkung der Körperkerntemperatur, die hier dann auftreten kann. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht, und ich habe das hier schon liegen, ja, dass wir die Neuroleptika in einem Durchgang in eine Vorlesung bekommen, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass das, was ich Ihnen erzählt habe, schon relativ zeitintensiv war, sodass ich mich jetzt entscheide, genau hier einen Schnitt zu machen. Das heißt, wir beenden den ersten Teil Neuroleptika am Ende der Erstgenerationsneuroleptika, die wir jetzt ausführlich besprochen haben. Und ich verabschiede mich, und Sie haben dann die Möglichkeit, in einem zweiten Teil Neuroleptika dann entsprechend dann sich die Informationen zu holen über die Zweitgenerations- oder atypischen Neuroleptika, über die wir dann auch gemeinsam besprechen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen.